Heute, am Freitag, dem 28. Januar, fand das Prüfungskolloquium für die Dissertation meiner Doktorandin Nino Ossipaschwili statt, die ich als Erstbetreuerin seit 2017 mit ihrer Arbeit betreut habe. Die Dissertation hat den Titel Translation für die Nation, die Moderne übersetzt ins Georgische. Eine Dissertation, die nach Germersheim passt, weil es um Translation geht. Nicht nur Translation im engeren Sinne, Translation proper, sondern Translation eines ganzen Prozesses von der europäischen Moderne in das kaukasische Land Georgien. Die Arbeit ist zwischen 2017 und 2021 entstanden unter meiner Leitung, Betreuung, allerdings auch begleitet durch ein regelmäßiges Kolloquium von weiteren Doktoranden, was sehr wichtig ist, weil es auch eingebunden war in einen kollektiven Diskussionsprozess, in den auch frühere Doktoranden eingebunden waren, weil sie immer noch dabei bleiben und ihre Kommilitonen mit begleiten. Nino Ossipaschwili kommt aus Tbilisi, Georgien, und ist über einen Umweg, über ein DAAD-Stipendium, über Erfurt, wo sie Sozialwissenschaften studierte, nach Germersheim gekommen, wo sie sich eigentlich erst völlig neu in die Translationswissenschaft einarbeiten musste. Diese Arbeit hat für mich einen besonderen Reiz. Sie war eine Herausforderung, weil ich eigentlich überhaupt keine Spezialistin für Georgien oder den Kaukasus bin. Ich habe zwar Vorlesungen über Russland im 20. Jahrhundert gehalten, also nicht nur die Kultur, sondern auch den politischen Zusammenhang. Und dennoch ist im Zusammenhang mit Eurasien, mit der Kultur Eurasiens, mit dem Kaukasus, auch Georgien ein Thema, an dem ich viel gelernt habe, in dem ich mich dann zum Teil auch selbst kompetent machen musste und gemacht habe. Und zwar in Bezug auf die Literatur, in Bezug auf die Kultur, in Bezug auf den Status im Kaukasus, in dem Kaukasus zwischen drei ehemaligen Imperien, im Persischen, dem Osmanischen Reich und dem Russischen Reich, dann dem Sowjetischen. Die Dissertation behandelt einen Zeitraum, der am Anfang des 20. Jahrhunderts liegt. Es geht also um den Symbolismus als eine moderne Strömung aus Frankreich, aus Westeuropa, die durch bestimmte Translatoren und durch bestimmte literarische Gruppen nach Georgien eingeführt wurde. Also auch eine Art Kulturtransfer, Texttransfer, also Translation in einem sehr weiten Sinne. Und genauso breit wurde das auch heute auf diesem Prüfungskolloquium diskutiert, das enorm breit war, wie der Kollege, der Gutachter Professor Kusper, Osteuropa-Historiker aus Mainz, angemerkt hat, in einer Breite, die üblicherweise in seinem Dissertationskolloquium in Mainz nicht so normal ist. Und insofern freue ich mich sehr, dass Nino Ossipaschwili sowohl die Arbeit als auch das Prüfungskolloquium mit der Note, einhelligen Note, das nennt sich so Magna Cum Laude, beurteilt wurde, was einem sehr gut entspricht. Diese Übersetzung der Moderne ins Georgische untersucht Nino Ossipaschwili an zwei Beispielen, die repräsentativ sind, Anfang des 20. Jahrhunderts, und zwar an einer Person, Grigol Rouakidze, einem georgischen Autor, der aber in Deutschland, in Berlin gelebt hat und auch auf Deutsch Romane geschrieben hat, auf Deutsch und auf Georgisch, also eine sehr interessante interkulturelle Figur, und an einer literarischen Gruppe, die sogenannten Blauhörner, Cisberi Quanzlebi, die den Symbolismus in Georgien eingeführt haben und damit sich auch abgesetzt haben vom Russischen Reich und von dem Bereich, von dem Georgien sich Anfang des Jahrhunderts unabhängig machen wollte. Erstmal vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Nino Ossipaschwili, ich komme aus Georgien und habe jetzt hier an der Germersheimer Universität, also an der Mainzer Universität in Germersheim, am Fachbereich für Translation, Kultur und Sprachwissenschaft promoviert.
Seit 2017 war ich hier als Doktorandin eingeschrieben, habe über die Nationsbildung in Georgien und über die Literaturprozesse Anfang des 20. Jahrhunderts recherchiert. Meine Arbeit ist unter dem Titel erschienen Nation für, Translation für die Nation, die Moderne übersetzt ins Georgische. Die Arbeit an sich ist sehr interdisziplinär. Ich habe die auch selber als unter interkulturelle Kommunikation eingeordnet, weil sie so mehrere Disziplinen in sich vereinigt. Aber die Arbeit mit dem Fachbereich Russisch war von Anfang an sehr intensiv, weil Frau Menzel mich in ihre Doktorandengruppe aufgenommen hat. Ich habe bei einigen Doktorandenkolloquien teilgenommen. Darunter waren die Doktorandentreffen bei Frau Menzel in der Gruppe sehr oft haben die stattgefunden und wir konnten die Möglichkeit haben, uns auszutauschen, unsere Fortschritte zu zeigen am Fachbereich selber und in den einzelnen Kolloquien bei den Professoren. Die Idee oder diese Möglichkeit, dass ich überhaupt nach Germersheim kam, war davon, ist davon gekommen, dass ich nach einem Fachbereich gesucht habe, wo Translationswissenschaft wirklich als Fachbereich oder als Schwerpunkt angeboten wird und das ist nicht in vielen Städten oder nicht an vielen Universitäten ist die Disziplin der Forschungsbereich so also präsent, wie das auch in Germersheim ist. Es gibt einige wenige Universitäten in Deutschland, die Translationswissenschaft so richtig als Fachbereich für Studierende anbieten. Deswegen habe ich das über meinen ehemaligen Professor in Erfurt als Hinweis bekommen und so habe ich den Kontakt aufgenommen mit Frau Menzel. Es war eine sehr intensive Zeit, die ich für meine Arbeit verwendet habe. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit auch und ich bin jetzt sehr froh, dass ich meine Arbeit hier auch zu Ende bringen konnte und heute den ganzen Publikum, die auch da waren, online oder in Präsenz präsentieren konnte. Ich bin sehr dankbar jedem meiner Kollegin Doktorandin von dem ganzen Fachbereich, von der ganzen Fakultät, die in verschiedenen Kolloquien teilgenommen haben und wir immer uns austauschen konnten. Besonders dankbar bin natürlich den Professoren, die meine Arbeit gelesen, geschätzt und begutachtet haben, Herrn Giepern, Herrn Andreas Giepern, Herrn Jan Kusper und natürlich Frau Birgit Menzel. Das war eine wirklich sehr, sehr ertragreiche Diskussionen, die wir auch in den Kolloquien geführt haben. Und das hat mich wirklich sehr in vielen Fragen sehr inspiriert. Den ganzen Prozess habe ich neben den ganzen Schwierigkeiten, die immer dabei waren, auch wirklich sehr genossen. Vielen Dank. Ich würde auch ein paar Worte über den inhaltlichen Teil meiner Arbeit sagen. Es geht auf den ersten Blick über die Translationsprozesse, über die Wichtigkeit dieses Prozesses für die Formation von konkreten kulturellen Gesellschaften, für die bis zur Identitätskonstruktion einer Nation hingehen und dazu einen großen Beitrag leisten können. Es geht um die ersten zwei Jahrzehnten in Georgien des 20. Jahrhunderts, die literarischen Prozesse, die dort stattgefunden haben, die Einflüsse, die durch Übersetzung nach Georgien kamen, einzelne Personen, einzelne Dichtergruppen, die in dieser Zeit gewirkt haben, die ihre literarischen Texte, Publikationen geschaffen haben und dadurch zur Konstruierung oder zur Formation der georgischen nationalen Identität einen großen Beitrag leisteten. Einige Übersetzungen gab es schon im Deutschen von georgischen
Texten, von georgischen Gedichten, aber es gibt ein paar neue Übersetzungen, die auch in dieser Arbeit erschienen sind, die bis jetzt in der deutschen Sprache noch nicht gab, und dadurch konnte der Leser auch die neuen Gedichte ein bisschen Neues in deutscher Übersetzung lesen von den symbolistischen Dichtern aus dieser Zeit, wo sich in Georgien die ersten Schritte sozusagen in der literarischen Moderne gemacht wurden, und dadurch auch ziemlich einflussreich dieser ganze Prozess auf die literarische Ebene stattfand. Die nächsten Schritte sind erstmal die Veröffentlichung der Arbeit, das gehört dazu, dass nach der Verteidigung die Dissertationsarbeit in Öffentlichkeit sozusagen erscheinen muss, dann soll, damit man auch die Rechte als Urheberrechte behält. Das ist die nächsten sozusagen kleine oder vielleicht auch große Schritte. Und nachher stehen noch ein paar Übersetzungen an. Ich arbeite als literarische Übersetzerin an den deutschen Texten, deutschen Autoren, moderne, sozusagen lebende, aktuelle Autoren im deutschen oder deutschsprachigen Raum. Und diese Autoren übertrage ich ins Georgische. Und nachdem das Buch hier, jetzt diese Arbeit veröffentlicht ist, habe ich ein paar Autoren, ein paar Romane, die ich aus dem Deutschen ins Georgische übertragen werde. Und das sind wahrscheinlich die ersten Schritte, was nachher folgen. Eins von diesen Romanen ist ein deutscher Autor polnischer Herkunft, Matthias Naurath, und der andere ist ein schweizerischer Herkunft, Jonas Lüscher, und sein Buch Frühling der Barbaren. Die beiden Autoren, den einen habe ich in Berlin kennengelernt, und den anderen habe ich über einen Verlag aus Georgien sozusagen empfohlen wurde mir der Autor von georgischen Verlag. Und jetzt warten wir noch auf ein paar technische Fragen, die geklärt werden, und nachher werde ich mich dann auch intensiv an diesen Texten setzen und arbeiten, sodass vielleicht in den nächsten Jahren zwei neue georgische Übersetzungen von modernen deutschsprachigen Autoren erscheinen. Also ich übersetze Literatur, also Romane und Belletristik und also schöne Literatur, aktiv seit 2011. Ich konzentriere aber mich meistens auf die modernen Autoren, auf die noch unbekannten Autoren im deutschsprachigen Raum, weil es ist in Georgien zum Beispiel und vielleicht auch in vielen Ländern so, dass sehr oft und sehr einfach auch klassische Werke in die Hand genommen werden, damit man Autoren wie Goethe und Schiller übersetzt. Das sind natürlich schon übersetzt, schon lange in der georgischen Sprache, und es gibt die klassischen Autoren auch in verschiedenen Sprachen übersetzt, aber wo es wirklich ein bisschen mangelt, das sind die moderneren Autoren, die Autoren, deren Namen dem georgischen Leser noch nichts sagen. Und deswegen aus diesem Grund habe ich mich schon ziemlich vom Anfang an entschlossen, dass da ein bisschen mehr gemacht werden kann, und damit der Leser möglichst auf dem Laufenden bleibt, damit man möglichst schnell die Texte, die Romane oder Sachbücher lesen kann, was gerade erscheint oder vor ein paar Jahren schon erschienen ist. Das ist mein Schwerpunkt, das setze ich jetzt intensiv ein, dass ich meistens an die Romane der modernen Autoren